Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu 16.1 und hier soll es um die Netzberechnungen gehen. Und ja, ich fange mit der ersten großen Änderung an, die wir eingebaut haben. Ein Problem, was schon länger unsere Kunden umtreibt, ist, dass wir immer nur eine Anlage rechnen in den Netzberechnungen. Da muss man zur nächsten Anlage die durchrechnen. Und je nachdem, wie man sich sein Projekt aufbaut, kann es halt sein, dass man auch sehr viele Anlagen hat. Das müssen nicht immer echte Anlagen sein, sondern können ja auch strukturelle Unterteilungen in der Nova sein. Ja, und deshalb haben wir Folgendes eingebaut. Wenn man in die Berechnung geht, und wundern Sie sich jetzt nicht, ich habe hier bewussten Fehler eingebaut. Und zwar habe ich in einer der Netzen habe ich einen Verbraucher ohne Massenstrom. Also wenn man jetzt hier hineingeht, hat man die Möglichkeit, neben dem normalen Berechnen und dem Berechnen des Druckverlustes mit der entsprechenden Auslegung, sehe ich hier Berechnung Druckverlust, Druckverlust mit hydraulischem Abgleich, habe ich hier in allen Netzberechnungen die Möglichkeit, auch alle Anlagen rechnen zu lassen, also dass dann alles durchgerechnet wird. Wir haben jetzt die Situation, dass in einer dieser Anlagen, und zwar in der Anlage 4, ein Fehler vorherrscht. Und ich gehe jetzt mal her und sage, ich rechne für alle Anlagen den Druckverlust. Dann gibt er mir einen Hinweis heraus und ich sehe jetzt hier, Anlage 4 liegt ein Fehler vor. Wenn ich das dann korrigieren will, kann ich hier mit dem Doppelklick draufgehen. Dann wird mir die Fehlerliste von der einzelnen Anlage ausgegeben und wenn ich dann auf diesen Fehler klicke, wird mir der auch entsprechend hier angezeigt und ich kann eine Korrektur dieses Fehlers vornehmen. Ja, ich gebe dem mal richtig was mit 5000 Watt und lasse dann nochmal neu rechnen und jawohl, dann sind die entsprechenden Berechnungen abgeschlossen. Ich habe keinen Fehler, so soll das sein. Und ich habe dann in einem Rutsch alle Anlagen durchgerechnet. Ja, das geht in allen Netzberechnungen, die wir so kennen. Und ja, stellt eine deutliche Erleichterung dar. Für mehr Informationen zu unseren Produkten oder um eine Präsentation zu organisieren, besuchen Sie uns auf mep.trimble.com oder finden Sie den am besten für Sie passenden Link in der Videobeschreibung.